Hallo, willkommen zurück zu einer brandneuen Folge nach monatelanger Pause von Truck and Logistics Simulator. Ja, wie ihr schon seht, das Mega-Update ist da. Hurra, hurra. Seit dem 31. Mai. Ja, vor fast einer Woche. Und das ist neu. Gucken wir mal. Also, es gibt Kaufe Konvoi-Ausrüstung für deine Lieferwagen, Pickups und Autos, um Schwerlastkonvois im Multiplayer-Modus zu eskortieren. Das ist schön. Es gibt neue Missionen mit Autotransporter, Transport von Wohnwagen, Teleskopladern, Gabelstaplern und so weiter. Es gibt 20 neue Fahrzeuge, also über 20. Zum Beispiel moderne LKW, starrer LKW von MAN, viele neue Anhänger und Ladungen, drei neue Autos, ein SUV und so ein Zeug. Erweiterung der Karte mit einer 8 Quadratkilometer großen neuen Region wird die Umgebung zweimal größer. Viele neue Details wie bewegliche Schiffe und neue Tunnel. Oh, das ist cool. Verbesserte Gebäude und Logistikzentren und viele andere zusätzliche Details wie neue Bäume, Sonnenkollektoren und Felsen. Das ist schön. Ja, man kann auch eine Möglichkeit, alle Missionen im Spiel zu erleben, ohne die Fahrzeuge zu kaufen. Es gibt jetzt auch ein Tempomat in den Fahrzeugen. Neue Fahrzeugsounds sind drin, reduzierte Fahrzeugpreise sind drin, verbesserte Kollisionsphysik sind dabei. Und alle Fahrzeuge haben nun eine unterschiedliche Anhängelast, wodurch die Anzahl der unterstützten Missionen begrenzt wird. Ja, Benutzeroberfläche gibt es hier noch, andere Verbesserungen, Steuerkartendarstellung, Hänger und so weiter. Verbesserte Beleuchtungsqualität gibt's. Ja. Und dann gucken wir doch mal, wie es jetzt gleich läuft. Also, wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir auch schon bei Truck and Logistics Simulator. So, wir machen hier mal die Optionen. Wir haben hier schon mal das Lenkrad genommen. Jetzt können wir mal kurz gucken. Grafikoptionen ist alles Ultra. Das ist alles hoch geblieben, genau. Da gibt es ja nichts anderes. Genau. Ja, ist doch schon mal gut. Weitere Optionen, das gibt sich. Lenkrad. Ja. So. Dann werden wir mal gucken. Fahrzeug fahren? Hä? Ich hab doch gerade. Hä? Fahrzeug kaufen? Ja, dann fahren wir das, oder? Genau. Das Ganze wieder mit Lenkrad. So. Na, dann gucken wir doch mal. Motor starten. Scheinwerfer an. Ja, funktioniert alles. Sehr gut. Fahren wir mal dorthin. Ich glaube, wir müssen erstmal hier hin, oder? Okay. So, was haben wir denn da? Dafür kriegen wir 2000, 6000. Nehmen wir das da. Genau. Wir müssen. Ah ja, okay. Die Sachen da einfügen. Okay, ist schon mal ein anderes Geräusch wie vorher. Wollen wir das erstmal da reintun? So. Habe ich Licht an? Ja. Sehe nix.
So, wenn wir erstmal. Erst einmal hier rein. Huch. Ich glaube, das macht er wieder von selber rein, ne? War es nicht so? Ja. Genau, da war ja was. Ja, das Ganze spiele ich auch wieder mit Lenkrad. Falls ihr euch wundert. Jetzt gibt es wieder ein paar neue Folgen davon. Lange haben wir gewartet darauf. Endlich gab es ein Lebenszeichen von dem Spiel. Alter, der Gabelstapler hat ein anderes Geräusch, oder? Das ist doch neu. Wo geht hier das Rolltor auf? Ich habe gar nichts gemacht jetzt. Huch! Oh, es ist dunkel. Ich sehe nichts. Okay. Ja, geht schon. Alles klar. Dann gehen wir jetzt hier hin, machen Licht an und wir müssen hier rausfahren erstmal. So. Okay. Blinken geht auch noch alles. Alles noch Roger. Alles gut noch. Okay. Was ist jetzt eigentlich mit Force Feedback und das ganze Zeug? Gibt es das auch? Warte mal. Steuerung, Controllerbelegung. Warte mal. Steuer. Nee. Option. Force Feedback Stärke. Achso, das haben wir schon alles. So. Machen wir ein bisschen runter hier. So. Okay. Ja, dann warten wir doch mal. Letztes Mal haben wir der Bus gemacht, jetzt machen wir Truck and Logistik mal weiter. Ich muss hier hoch, ne? Ja. Können wir hier hochfahren? Ja. Geht schon gut los. So, los geht's. Das erste Mal wieder, nach langem. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen. Ich habe das schon ewig nicht mehr gemacht. Ja, das ist schon mal ein anderes Geräusch jetzt. Hier rausfahren. So. Gehen wir auf die andere Seite rüber. Ja, das war ja klar jetzt. Ja, das war wieder klar. Ist das ein Polizeiauto? Nee, ne? Ich dachte schon, das ist Polizei. Hilfe. So, die fahren auch runter, ne? Ja.
hier lang. Kann es sein, dass die Karte ein bisschen stockt? Von der Performance her? Ja. Egal. Wo ist eigentlich das Tempomat? Auf welchen... auf welcher Taste? Hä? Was war das gerade? Das stockt voll, ne, das Spiel. Alter, also so flüssig ist es aber auch nicht. Okay, machen wir mal hier kurz. Wo ist denn hier... Warum ist das hier nicht auf Deutsch? Option. Warte mal, Sprache German, ja. Schön für dich. das ist aber nicht auf Deutsch hier. Texturen nachbearbeiten, das ist alles auf hoch, ja. Unbegrenzt. Das ist alles auf Ultra. Alles Ultra und sonst was. Darf da eigentlich nichts passieren. Aber doch, ah, guck mal, da kann man hier, ah, okay. Machen wir es doch so, das ist hell. So. Dann sieht man wenigstens was. Kann man ja die Zeit ja weg ein bisschen schieben. Huch! Boah, bin ich erschrocken jetzt. Oh, Alter. Das ist laut. Bin mal gespannt, wie weit es weg ist. Also die Grafik hat sich schon etwas verbessert, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Aber es stockt halt noch ein bisschen. Ich glaube, da werden wir noch ein paar Updates sehen davon. Okay, sind wir schon da? Oh, ich glaube, wir sind schon da. Macht das Tor auf. Okay. Ja, wir sind schon da. Okay, abgeschlossen. So, was haben wir denn jetzt? Mal kurz gucken. Fahrzeug. Ändern. Wo sind denn die Fahrzeuge, die man kaufen kann? Ach so, hier sind wieder welche. Okay. Das sind 20. Das sind doch keine 20. Okay, wir haben 9000. Was haben wir, wie viel kostet es hier? 43.000. Oh Gott. Fahrzeug kaufen 13.000. 13. 48, 43, 73, 61 und 300, okay. Ja, das da dann als 6, ne? 13.000. Also müssen wir nochmal was fahren. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ach, da hinten gleich, okay, gut. Mal kurz rückwärts fahren. So.
Dann 7000, 8000. Nehmen wir das da, 8000. 8000. 8000 Euro. So. Wieder drei Pakete. Naja, immerhin. Auf jeden Fall sieht man jetzt mal was. Wo wir hinfahren. Hä? Falsche Richtung. Das hier. Warum geht das Rolltor hier hoch? Denkt er, ich will hier rausfahren oder was? Okay. Einwandfrei. So, jetzt langsam dorthin. Okay. Huch. Ah, ein bisschen zurück noch. Nicht jetzt die Fracht hier zerstören. Okay. Achso, da kann. Ah, okay. Da kann man Spiegel einstellen. Okay. So lustig. Gut. Fahren wir jetzt wieder raus hier. Mach das Tor auf. Simsalabim. Sesam, öffne dich. So. Mal kurz gucken, dass da nichts kommt. So. Dann fahren wir mal. Also das ähnelt sehr stark dem Euro Truck Simulator, das Spiel. Nur dass halt nicht in Europa ist, sondern irgendwo. Ich bin mal gespannt, wenn ich das nächste Auto hole, was wir dann alles haben. Hat sich geheißen, wir haben 20 Autos zur Verfügung, es waren aber keine 20, oder? Also neue. Schön langsam hier runter. Du wartest. Und du auch. So, weiterfahren bitte. Didel, didel, dumm. Oh, rot. Mal aufpassen hier. So. Können wir mal blinken. Und hier wieder rum. So. Wo sehe ich nochmal die Tankanzeige? Ich weiß es nicht. Huch! Rot. Gottes Willen. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge die Fahrt hier weiter und dann werden wir uns wahrscheinlich dieses eine Auto da kaufen können. Also, bis zum nächsten Mal bei Truck and Logistics Simulator. Tschüss!